Guten Nachmittag aus Köln tatsächlich. Ich bin mal das Wochenende hier geblieben und bin nicht nach Gladbach gefahren. Mein Bruder und meine Mutter kommen jetzt gleich. Wir wollen uns heute das große Feuerwerk angucken, Kölner Lichter. Wir fahren aber schon etwas früher in die Stadt, weil es sowieso mega voll werden wird. Wir wollen uns auch so ein bisschen Köln noch angucken. Und dann zeige ich euch auch mal den Platz, weswegen ich überhaupt hier nach Köln gezogen bin oder was mich hier so hingezogen hat. Ich werde jetzt allerdings noch ein bisschen schlafen gehen, weil ich heute Nacht noch ARK gespielt habe. Ich habe noch ein paar Sachen vorbereitet und eben haben wir noch GTA 5 gespielt. Da werden dann auch noch Livestreams bei meinem Bruder kommen. Also guckt mal unten in die Videobeschreibung und folgt ihm da einfach bei Twitch. Ich würde sagen, wir sehen uns direkt gleich wieder, wenn die anderen da sind, und ich gehe jetzt noch ein bisschen schlafen. So, wir sind jetzt bei der Straßenbahn bis zum Rudolfplatz gefahren. Mein Bruder macht hier so ein bisschen Sightseeing-Tour. Ich wohne zwar seit 8 Monaten hier in Köln, aber ich war eigentlich noch nie außer in meiner Wohnung und auf der Arbeit. Deswegen schauen wir uns jetzt hier noch ein bisschen um und ich würde sagen, ich zeige euch hier mal ein bisschen was drauf. So, wir sind hier gerade vor dem römisch-germanischen Museum. Hier im Hintergrund ist der Dom. Und wir gehen jetzt mal zum Rhein und mal schauen, ob wir auf die Hohenzollernbrücke kommen.
ich bin wieder zu Hause. Wir haben es jetzt gleich 3 Uhr, 5 vor 3. Die anderen fahren jetzt auch gerade wieder nach Hause. In einer Stunde ungefähr sind die dann wieder da. Der Rückweg, da habe ich nichts gefilmt. Es war super stressig, super viele Leute. Oh mein Gott, das war ziemlich krass. Ich werde mich jetzt einen Schnitt des Videos begeben. Gleich werde ich mit meinem Bruder noch ein bisschen spielen, wenn der dann wieder da ist. Das heißt, ich werde wahrscheinlich die Nacht einfach durchmachen. Ich bin mal gespannt, ob das mit dem Feuerwerk einigermaßen geklappt hat mit dem Aufnehmen. Ihr habt das Ganze ja schon gesehen. Ich sehe es jetzt gleich beim Schnitt. Und dann würde ich sagen, war es das von diesem Vlog. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine positive Bewertung da und abonniert den Kanal, falls ihr das noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Bis später. Ciao. Ich kann mich hier einfach anlehnen. Ganz entspannt. Lieg hier. Hier auf dem Liegestuhl. Hier ist noch ein Stein, ihr könnt schon noch ein Video schneiden. Wenn ich den Laptop dabei hätte, ich glaube, ich ziehe einfach hier hin.